Bürgermeisterchen. Wo ist der Bürgermeister? Bürgermeister, da. Ja, meine erste Anweisung, Bürgermeister, lautet, ne? Konsum-Item. Wir haben eine Taverne. Gewerblich, Forschung, Gebäude. Danke. Fantastisch. Alle diese Gebäude sind zum Bau bereit. Die Wähler werden eine unvollständige Stadt einfach nicht akzeptieren. Du solltest eine Taverne bauen. Das gibt allen Tieren einen Ort zum Abkühlen. Der Kies bebt, wenn du gehst. Ich bin beeindruckt von dem, was du trägst. Wo hast du diesen Rucksack gefunden? Wer bist du? Typisch ich. Meine Manieren zu vergessen. Ich bin Felix. Bürgermeister Quillisch hat mich reingeholt. Schmiedekunst ist mein Spiel. Der Rucksack ist das Beste aus Technologie und Magie. Zu etwas Erstaunlichem geschmiedet. Ich werde ihn genau im Auge behalten. Ich habe Freunde im Dungeon. Sie würden dir gerne helfen, deine Items zu verbessern. Aber könntest du zuerst eine Aufgabe für mich erledigen? Neue Quest! Meister der Schleifsteine. Statte nicht mit den Standard-Items, man bekommt den Schleifstein selten. Waffen in dieser Reihe oder Spalte erhalten plus 3 Schaden in diesem Kampf. Das können wir ja. Und das alte Schild. Wenn genutzt, 10% Block und plus 1 auf Energiekosten. Der Run endet nach dem zweiten Bereich und Belohnungen. Der goldene Schleifstein. Wird mit Typen verwendet. Alternative Verwendung. Wähle eine angrenzende Waffe aus, um sie dauerhaft um 25% Bonusschaden zu erhalten. Danach wird das Ding aber zerstört. Danke, Kiddo. So. Da oben haben wir noch ein rotes. Wer bist du denn? Sicher hast du Gebäude. Aber ich glaube, das Gas wird diesen Ort übernehmen. Dafür bin ich da. Ich bin durch den ganzen durch ganz Orion gereist und bin Experte für Wandern und Wege. Jedes Mal, wenn du neue Pfade brauchst, komm einfach vorbei. Übrigens, es gibt viele Herausforderungen, die Tiere im Dungeon meistern. Ich weiß, dass Tiere Belohnungen für besondere Runs ausschreiben. Vielleicht könntest du ein schwarzes Brett bauen. Schwarzes Brett. Das wird viele neue Geheimnisse aufdecken für dich. Wege. Von hier aus überall hin, wohin du möchtest. Forschung. Was kann man denn bei dir erforschen? Steinweg. Ackerland. Und Ziegelsteinweg. Dann machen wir erstmal den Steinweg. Habe den Steinweg gekriegt. Blatt. So, die anderen werden wir nach und nach machen. Bau weiter diesen Wegen. So. Hier unten haben wir jetzt noch eine neue Quest. Was haben wir da? Beschliebhaber. Ich verstehe die Leute nicht, die ich verstehe wirklich nur die Fische. Jetzt haben wir uns getroffen. Ich schenke dir einen Angelhaken. Angelhaken. Neues Item freigeschaltet. Nahkampfwaffe, ungewöhnlich. Beim Töten, wenn der Gegner nicht beschworen wurde, erschafft einen Fisch auf einem angrenzenden Feld. Wenn benutzt, verursacht 10 Schaden. Erhöht die Energiekosten in diesem Kampf um plus 1. Angelt, während du kämpfst. Fang mir ein paar Fische.
Hast du ein paar Fische für mich? Nein. Ich wollte bloß Hallo sagen. Es gibt hier keine einzige... Entschuldigung. Hast du ein paar Fische für mich? Ich wollte nur Hallo sagen. Es gibt hier eine es gibt hier keine Fische. Ich hasse das. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viele Forschungsgebäude freigeschaltet. Können wir noch irgendwas anderes Forschungsmäßiges bauen? Das Mützel braucht immer noch Geld und Schätze. Das Schulhaus genauso. Das schwarze Brett, das können wir sofort bauen. Sollten wir auch. Steinweg, Kiste, das Ackerland. Kaserne könnten wir jetzt machen. Setzen wir vielleicht daneben. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Das hat den Umkreis, das hat den Umkreis. Damit überschneiden die sich, können sie vom selben Dings profitieren. Du warst der Pfeilmacher. Ich. Bauen. BASD. Das ist ein normales Haus. Hätte ich in die Schmiede gehauen? Stören? Was jetzt? Ja, wir können jetzt die alten Häuser stören. Och, das macht eins alles einfacher. Ein Haus, da Haus, da Haus, da Haus, da Haus. Guck mich an, ich bin der Hauszerstörer. Da ist, einmal. Werden wir gleich sehen. Zurück. Schmiede, hier, wollen wir rein. Rüstung, ungewöhnlich. Tada. Ach, das zählt dann für alle. Nice. Also gut, wenn ich jetzt hier 50 mache, so wie ich Geld. Lederkappe. Nehmen wir doch gleich mal eine rein. Arbeitet bei 100% Effizienz. Die kann man aber noch ein bisschen erhöhen. Da will ich keinen Topf, da will ich... Was ist günstiger gewesen? Da kostet bloß Werkzeug, das kostet auch noch Käse. Da. Da noch eins hin. Da, da. Du bist jetzt bei deutlich höherer Effizienz. Stopp. Hopp. Du kommst dahin. Töpfe bauen. Ich habe nicht mehr genug Geld. Das heißt... Warte, das kostet doch eigentlich gar kein Geld. Was speichern? Ach, das kostet pro mehr. Okay. Das hätte ich wissen sollen. Bitte ich das verkaufen. Die komische Vogeltante. Wo haben wir die nochmal? Da. Können wir mit der reden, dass die eventuell... Forschung. Ja, bloß so eine Forschung. Ach, ich habe das sogar nicht erforscht. Ich bin voll Idiot. Naja. So, hier, was willst du denn aus? Achso, das, was wir jetzt alles freigeschalten haben. Zubehör. Nein.
Wir könnten jetzt zu dem Schild gehen. Ah, hier kriegt man neue Quests. So, gut. Dann Abenteuer. Was? Meister der Schleifsteine. Haben wir den Pfeilmacher nicht eigentlich schon gebaut? Ja, jedes Kolos, Sägewerk, Gezähl. Haben wir da keine Pfeilmacher? Ach, dazu, das muss ich freischalten. Gut. Fertig. Dann jetzt auf ins Abenteuer. Und zwar Meister der Schleifsteine. Meister der Schleifsteine. Starte nicht mit Nicht-Standard-Items. Du bekommst diese Items. Ein Schleifstein, ein altes Schild, drei Dagger und am Ende bekommen wir den goldenen Schleifstein. So. Eins. Boy, treu. Yo. Das ist eine echt coole Reihe oder Spalt, das heißt so oder so. Ehe, gut. Ich wollte mir zuerst töten. Eins, zwei. Machen wir einmal blocken. Bump, bump, bump. Eins, zwei. Bei wie viel Schaden sind wir jetzt? Bei 14. Kill. Plus Kill. Ja, und einmal blocken. Hopp. Bump. Und einen nach oben. Fertig. Items erhalten. Und du kommst dahin. Was konntest du noch mal? Das Item zwischen den Flügeln erhält, wird dieser Effekt aktiviert. Wenn genutzt, ist für einen Zug deaktiviert. Jeder Zug, das Item wird zwischen den Flügeln, wird genutzt. Ja. Bienenstichklinge brauchen wir nicht. Dunkles Stirnband. Wir haben kein Mana. Konsum-Item. Könnten noch Konsum-Items gebrauchen. Der Beutesack wäre halt nicht schlicht. Kriegen wir den irgendwie rein? Dich da hoch, dich da hoch, dich da hoch, dich da hoch. So rum, jetzt haben wir da Platz. Dich wollen wir auch haben und dich. Fertig. Nächste Runde. Unbekanntes Ereignis. Gegner. Geh da hinten. 1, 2, 3. 1, 2. Tot. Und hier machen wir. X. Jeder macht jetzt alleine 20 Schaden. So. 1, 2, 3 und ebenfalls noch eins nach oben. Fertig. Items erhalten. Wir wollen angrenzende Rüstung erhält plus 1 Block. Ziehen in diese Richtung in der Hoffnung, dass wir
noch ein bisschen was bekommen. Der Sack ist halt recht groß. Ach komm, ich nutze den. Wenn ihr nutzt. Das ist der schwache Schleifstein, der raue Schleifstein. Der kriegt da kriegt man bloß plus 3 pro Zug. Das ist der bessere. Gut. 1, 2. Ja, können wir wahrscheinlich. Also, wir kriegen, können eh nichts mehr mitnehmen. So. Geld. Geld liegt auf der Straße. Heilen. Was bist du? Zukunft oder Untergang? Die beiden wollen wir auf jeden Fall nicht. Goldschwinden. Was haben wir hier? Die Wünschelaute. Leitfähig, wenn genutzt, erzeugt einen Mana-Stein. Wird zerstört. Wenn der Kampf endet, füge Glück hinzu. Was noch mit der Wünschel? Gut, wir haben nichts Schlimmes. Ah, Libelle und da noch mal rein. Nein, den wollen wir nicht. Wir wollen kein Icon. Wir gehen auf die Gegner. 1, 2, 3. Nächster. 1, 2, 3. Das ist so stark. Bitte ich Items erhalten. Schade, wir kriegen keine Items, die null kosten. Das wäre so genial. Was haben wir hier? Das alte Buch, leitfähig. Fügt dem verbundenen Mana-Netzwerk ein Mana hinzu, plus 1 auf die Energiekosten für diesen Zug. In diesem Rezeptbuch stehen alte Zaubersprüche. Ja. Ach, wir nehmen noch einen kurzen Pfeil mit, vielleicht können wir den noch benutzen. Hier in der Kiste haben wir Tisch, passt, weiter. Wir gucken uns bei den Geistern auch wieder der Biberkönig oder Frettchenkönig oder was auch immer das war. So. Gegner klatschen. Das sind da hinten. 1, 2. Kriegt man den Platz der ersten Runde? Nee. 8, 16, 24. Nee. Block. 2, 3. Jetzt den Zug beenden. 1, 2, 3 einsetzen. Kriegen zwar 8 Schaden, ausreicht aus, um jetzt den Platz zu machen. Endlich ein weiteres kostenloses Item. So. Ja, sonst brauchen wir nichts. Weiter Erfahrung mitnehmen. 1. Was haben wir hier? Sei gegrüßt, was brauchst du?
Reich eine Waffe? Die Orks, Ork-Axt, ne. Ich will dich definitiv platt machen. Eins, zwei. So. Eins, zwei, drei. Du bist frei. Okay, jetzt muss ich den da rauswerfen, den dahin, dass wir einen Schuh haben. Bisschen Schutz. Alte Münzen. Wir müssen langsam mal dran denken, dass wir uns beschützen. Fügt 7 Block hinzu, angreifende Waffen erhalten. Der angreifende Waffen erhalten plus 1. Das ist schön. Tschüss, du dahin, du dahin. Du da rüber in die Ecke, du da rein. 10 Schutz, mehr Schaden, passt. Wir gehen mal zum Händler. Du hast eine Rüstung. Noch eine Rüstung, Essen, Gold. Und für. Was bist du denn? Kohle? Kann einmal in jedem Zug genutzt werden. Wenn genutzt, Items in dieser Reihe werden aufgefrischt und können in diesem Zug erneut verwendet werden. Reihe. Das heißt, theoretisch, wenn ich. Halt, wie viel kostest du? 17. Steigert mein Schadensoutput extrem. So, weiter kämpfen. Was wollt ihr alles von mir? Eins, zwei, einmal schützen. Reicht zwar nicht ganz, aber hey. Zwei, drei, vier. Heilen. Eben auf die Oma hauen. Passt. Weiter. Eins, zwei. Benutzen, benutzen. Nochmal machen. Nochmal benutzen. Nochmal benutzen. Pump. Endlich mal was, was gut ist, was wir als Waffe benutzen können. So, wir können jetzt nicht dahin. Okay, wie machen wir das am dümmsten? Wir brauchen definitiv. Also das Gold braucht man nicht. Das Ding auch nicht. Das heißt, wir können dich wieder benutzen. Dann so. Wir müssen auf ein neues Level up hoffen. Gehen wir uns erstmal heilen. Über voll. Hier gibt es was zum Sammeln. Gold. Hier haben wir ein Schleimschwert. Nichts, was wir brauchen. Kommen wir jetzt schon zum Endboss? Ja. Ja, wir sind schon Etage 2. Dich irgendwie reinkriegen. Können wir aber nicht. Das wird. Die Spalte oder die Zeile? Das heißt, wenn wir dich dahin stecken, machen wir so, können wir die hier alle benutzen. Du bist leider nicht mit drinne. Das könnten wir mit dem hier tauschen. Neuschaden macht
3 Schaden auf alle. Das so mache, können wir den noch benutzen. Und ich hoffe, der Gegner macht nicht allzu viel Schaden. Puzzle. Komme ich noch nicht hin. Tada. Hallo. 1, 2 und 3. Mal ein bisschen Schutz, dann kriegt man zwar nicht alles. Der Hühnerhahn wäre jetzt das Böseste, was wir kriegen können. 1, 2. Schaden, 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 Schaden. Nochmal benutzen alle Items. Hopp, hopp. 1, 2, 3. Killen alles jetzt sofort. Neues Level. Juhu. 2, 3 kriegen wir. Warte, ich. Items erhalten. Jetzt kriegen wir Super-Items. Legendäre Items. Ah, Schock! Hallo Julian. Thanks for the follow. Oh. I'm fine, I'm very fine. You shocked me. I hate my sub sound. My follow sound. How are you? Wir haben hier den Wattebausch. Der ist leitfähig und minus 2 Mana-Kosten auf angrenzende und diagonale Zauberstäbe. Alle Zauberstäbe erhalten aber folgenden Effekt. Wenn benutzt, plus 1 zu den Mana-Kosten pro Runde. Nicht schlecht. Erz. Oh, that's cool. Where are you from? I'm from Germany. I'm a German furry. And I'm playing Backpack Hero. Ah, from US. Cool country, I guess. Never visit the US. Für jedes 40 Gold erhältst du plus 1 Energie. Jeder Zug fügt 1 Energie hinzu. Wenn du Schaden nimmst, wird dir Gold abgezogen. Okay. Relikt. Florida. It's windy, or? We have many storms. Wenn ein Gegenstand zerstört wird, füg ein Energie hinzu. Dieser Eingang. Twitch is a very cool platform. You can look some guys to. Why not? You can try it. You can look other guy people play. You can see how some people make art or something else. You can, why not? Ich glaube, ich nehme das hier. I'm recording right now. For my YouTube channel. So, weiter. Hier gibt's jetzt eine Heilerin. Wir können jetzt für Gold. Die Stachelschweine haben im ganzen Dungeon reisende Kliniken. Sie versuchen, die Tiere zu heilen, die sich in ihre Tiefen, die sich hier in die Tiefe wagen. Die sich hier tief in die Gefahren wagen.
I don't want to learn art. I have suffered a lot. And I'm a professional. You can, why not? Wir haben jetzt die Wahl, uns komplett zu heilen. Wir haben 37 von 40 Lebenspunkten, also bringt mir das nichts. Für 10 Gold können wir unsere maximalen LP erhöhen. Und hier ist die einzige Möglichkeit, um Flüche loszuwerden. Also, dadurch, dass wir keine Heilung brauchen und auch keine Flüche haben, die würden hier oben mit angezeigt, yeah, that's a good reason to be afraid. Wir nehmen halt mehr Lebenspunkte. Werden auch noch ein kleines Stückchen mit geheilt. Wir hoffen, dass wir keinen Schaden kriegen. So, hier hinten haben wir unser Freund. Ich bringe Gegenstände von und nach Helfen Secures. Wir wollen das wegkriegen. Das brauchen wir nicht. So, kurzer Pfeil werden wir mitgeben. Das Ding werden wir mitgeben. Jetzt aber deutlich mehr Platz. Du bleibst hier, um die Waffen zu verstärken. Ist fein. Und hier drüben haben wir noch die Kiste. Wir hätten zuerst zu der Kiste gehen sollen. Ein Schlüssel. Ach komm, wir nehmen einfach alles mal mit. So, und jetzt haben können wir eine Etage tiefer gehen. Yeah, the competition is very high, but why it's normal.